Das Einzige, was ich behalten werde, werden die drei Ingots sein, beziehungsweise Ingots, die drei Ores, damit wir nämlich sehen können, wie viel wir davon schon haben. So, und ich bin jetzt hier in der nächsten Richtung des Beacons und guck mal, oder hoff mal hier auf mein Glück. Aber wie es aussieht, ja, hier läuft schon die Zeit ab, heißt, hier brauchen wir nicht weiter graben. Wann regeneriert sich denn die Zeit wieder? Wo kriege ich wieder Eile? Ab hier. Heißt, wir können bis circa dahin bauen. Ich will das halt wirklich nur bis genau dahin machen, bis wo wir den Beacon haben. Weiterbauen will ich erstmal nicht. Einfach dafür, dass wir hier jetzt keinen riesigen sonst was für einen Raum ausheben. Sondern ich will das eigentlich wirklich nur ausheben zum Farmen. Aber vielleicht bauen wir hier später irgendwas rein. Mal gucken, es ist ja im Prinzip direkt unter unserer City in Anführungszeichen. Aber ich weiß selber noch nicht, was ich hier genau wie machen will. Und ob ich den Untergrund brauche oder nicht. Oder doch oder nicht. Oder ne. Daher baue ich hier einfach erstmal ab und hoff mit ganz viel Glück auf Dias. Und hier ist schon wieder Lava. Sogar wieder sehr viel Lava. Scheiße! Ich habe meinen Wassereimer gerade aus Versehen weggemacht. Naja, vielleicht finden wir ja irgendwann anders nochmal Wasser. Das wäre natürlich echt perfekt. Und falls ihr euch wundert, warum ich hier wirklich alles mitnehme, das ist halt alles vielleicht irgendwann mal Stuff, den wir irgendwie zum Bauen verwenden können. Und deswegen ist er mir sehr wichtig, dass wir den halt hier haben. Und vor allem auch dann einpacken und mitnehmen. Ja, auch jetzt kann ich die Lava gar nicht zu Obsidian machen. Jetzt muss ich mich immer drum bauen, aber ich gehe gleich einfach zu dem Spot, den wir gerade gesehen haben, wo ja Wasser war, bin ich der Meinung. Ey, hier müssen doch irgendwann mal wieder Dias kommen. Guck mal, ich habe jetzt das alles wieder ausgehoben und hier sind einfach überhaupt 0,0 Nada Dias. Mann, Leute, irgendwann müssen doch hier mal Dias kommen. Nochmal hier, ich will, Alter, ich bin richtig im Dia-Rausch gerade. Ich will einfach nur Dias. Kann hier nicht einfach der komplette Untergrund aus Diamanten sein? Das wäre doch auch cool, aber ich glaube, dann würde ich mich nicht mehr so drüber freuen. Bisher wäre das nicht so eine Rarität. Das wäre dann, denke ich, auch nicht cool. Ja, ja, da sind die nächsten, Mann. Let's go, Abfahrt, die nächsten Diamanten. Ja, ja, es geht weiter. Abfahrt. Next Diamonds. Okay, wir haben jetzt schon 27 Ores. Ich denke mal, das sind umgerechnet ca. 50 Diamanten, Alter. Das ging ja so schnell. Und die nächste Lava-Sektion. Ich muss mir jetzt kurz mal einen Wassereimer holen. Sonst komme ich hier nicht mehr voran, wenn hier so viel Lava die ganze Zeit ist. Weil hier ist doch schon Wasser sein. Ja, hier ist Wasser. Glücklicherweise, aber das... Oh, da muss ich da hochschwimmen. So ein Mist. Und da haben wir auch schon das Wasser. Heißt, wir können uns jetzt hier wieder auf den Weg machen. Zum so einem Spot. Wir haben tatsächlich sogar schon einen guten Raum. Alter, ich... Keine Ahnung, ich hebe vielleicht seit 10 Minuten oder so aus. Also so lange hebe ich noch gar nicht aus, dass es so groß ist, muss ich sagen. Aber hey, ist ja gut, dann haben wir wenigstens... Keine Ahnung, ich weiß halt auch überhaupt nicht, was ich hier reinbauen kann später. Mal gucken. Vielleicht bauen wir hier einfach irgendwie irgendwas Schönes rein, irgendwas, was cool aussieht oder so. Leute, ich weiß es wie gesagt selber noch nicht, Alter. Alter, hier müssen doch jetzt also langsam... Ich habe jetzt wieder ein ganzes Stück hier ausgehoben und langsam müssen hier doch mal wieder Diamanten kommen. Guck mal. Wir haben jetzt schon... Alter, das ist echt ein heftig großer Raum. Ich habe gar nicht gedacht, dass wir so schnell so eine riesige Menge davon ausheben. Ich hoffe wirklich, dass hier jetzt mal wieder Diamanten kommen. Klar, wir sind auf 2 Blockhöhe von 13 Blöcken, wo ja Diamanten spawnen können. Aber trotzdem, Alter, hier kann doch nicht sein, dass hier so, wirklich so wenig Diamanten sind. Klar, es ist oft, denke ich, auch nur von dem Glück abhängig. Aber da ich jetzt hier so einen Pech habe, das ist echt, nee, das hätte echt nicht sein müssen, Alter. Boah, hier ist ja wirklich alles voll mit Lava. Warum ist denn hier so viel Lava? Hätten wir nicht irgendeinen Platz bekommen können, wo nicht so viel Lava ist, eventuell? So, dann bauen wir hier nochmal überall Fackeln hin. Und tatsächlich sind all meine... Ah, nee, ich habe sogar noch eine Schalkerkiste, die ich befüllen kann. Okay, dann ist alles gut. Und die Frage ist, wo sind die Diamantos? Diamantos. Wir haben nur noch 89 Durability auf der Spitzhacke. Was natürlich nicht so vorteilhaft ist. 39, nicht 89, 39. Heißt, wir müssen jetzt erstmal mit der normalen Spitzhacke abbauen. Aber nicht zu ändern, da ist ja Glück drauf. Heißt, wir können die Diamanten direkt normal abbauen mit Glück. Und auch nee, Leute. Genau hier ist wieder unser Lagpunkt. Oh, ist das ekelhaft. Oh nee, habe ich ja jetzt schon gar keinen Bock mehr drauf. Oh, warum ist er denn... Mann, Alter, dieses Ding wird uns das ganze Projekt einfach verfolgen. Wisst ihr, was uns aber nicht das ganze Projekt verfolgt? Diamanten, genau. Da habt ihr recht, Diamanten ist echt einfach... Nee. Mann, ich könnte hier jetzt echt mal wieder ein Glücksgefühl brauchen und ein paar Diamanten finden. Ich weiß, ich sage es gerade 24-7, dass ich Diamanten haben will. Aber hier ist ja... Hier ist nichts. Hier ist nichts. Guckt euch mal an, was wir schon ausgehoben haben. Einfach ein riesiger Raum. Und hier ist nichts an Diamanten.
Mann, das ist richtig traurig. Beziehungsweise nichts, ich habe ja 30 Ores natürlich, aber 30 Ores für so eine Menge an einem Raum ist echt mager. Einfach mager, anders kann man es nicht nennen, mager. So, okay, dann machen wir uns mal auf den Weg in die Richtung, bis unsere Eile weg ist. Und oh, hier ist halt eine riesige Höhle wieder. Finden wir vielleicht hier irgendwo Diamantos? Ah, oh mein Gott, yo. Hi Jungs, alles fit? Ich habe jetzt auch kein weiteres Holz dabei, leider, um mir irgendwie was an Fackeln zu machen. Und habe nur noch eine Fackel. Heißt, das wird wahrscheinlich hier der letzte Gang, den wir irgendwie bauen. Heißt, Leute, drückt die Daumen. Drückt einfach die Daumen, dass hier irgendwo die Diamantos sitzen. Und wir nochmal ein Glücksgefühl erleben dürfen. Mann, diese Kack-Zombies sind dann immer wieder an. Wir sind jetzt hier. Lol. Hä? Sind wir... Nein. Lol, wir sind hier in dem Gang... In dem Strip-Mining-Gang, den wir gebaut haben. Na, dass ich hier nochmal reinkomme, hätte ich auch nicht erwartet. In dem Strip-Mining-Gang, der von dem Ocean hier runterführt, bin ich der Meinung. Ich weiß, Alter. Lol. So, aber wir müssen das zubauen, weil ich habe nur bis hier Eile 2. Komm, hier muss doch jetzt hier noch irgendwo mal die Diamantos... Die müssen doch hier irgendwo mal sitzen, Alter. Junge, ich werde gleich richtig mad, weil ich hier einfach keine Diamanten finde. Naja, Leute, ich würde sagen, das war es erstmal mit der Suche für heute. Den Rest, das restliche Stück machen wir dann, wenn ich wieder Fackeln habe. Und dann, wenn ich ein bisschen mehr Platz auch in meinem Inventar habe. Ich würde sagen, wir haben ja jetzt hier eine ganze Menge an Stuff bekommen. Und auch eine ganze Menge an Ores bekommen. Und da ich auch eine Glücks-3-Picke habe, würde ich die jetzt alle mal abbauen kurz. Beziehungsweise die ich abbauen kann, sowas wie Eisenerz und Gold wird natürlich dann nicht funktionieren. So, okay, und das Gute ist jetzt nämlich mit diesem Kohle oder mit der Kohle und den Diamanten und allem drum und dran... Kann ich dann direkt mit der anderen Picke meine jetzige Picke hochleveln. Bedeutet, dass sie halt wieder einfach ganz wird. Was super gut ist, was auch mega effektiv ist so an sich. Leveln, ich recycle es im Prinzip. Mit den Leveln, die ich dadurch abgebaut habe, kann ich das gleich reparieren. Hätte ich theoretisch auch machen können, hätte es keine Behutsamkeit gehabt, dann hätte es sich direkt repariert. Aber so geht es natürlich auch. Und das hier ist, Alter, das ist... Leute, das ist wunderschön. Das ist die Schönheit, Alter. Wunderschöne Diamantos. So, los geht's. Mal gucken, wie viele Diamanten... Wie viel wir an sich komplett rausbekommen werden. Ich denke mal, das wird eine ganze Menge hier. Und nein, ich lasse euch die Diamanten nicht sehen. Ich will, dass es eine Überraschung wird. Ich will das jetzt hier erstmal alles abbauen. So, Leute, ich habe jetzt hier generell auf dem kompletten, hier auf der kompletten Etage, die wir hier gebaut haben, nochmal alle Ores abgebaut. Theoretisch dürfte jetzt nicht mehr so viel sein. Beziehungsweise eigentlich gar nichts mehr. Und ja, das hier ist unsere Ausbeute von heute. Wir haben echt viel Lapis, oh, echt viel an generellem Stuff und wie ihr seht, wir haben 60 Diamanten gemacht. Ist, denke ich, eine gute Ausbeute für den Raum, den wir hier bisher ausgehoben haben. Es wird natürlich auch nicht der letzte sein, es war heute eigentlich so ein Testversuch, weil ich nicht genau wusste, wie ich den Fortschritt machen wollte heute. Und dann ist mir aufgefallen, yo, ich habe keine Dias, ich besitze sowas wie Diamantos nicht. Und dann dachte ich mir, yo, kann ich das doch einfach so gleich verbinden, dass wir vielleicht einen Raum ausheben und... Keine Ahnung, vielleicht bringt uns der Raum irgendwann irgendwie mal irgendwas. Aber davon gehe ich jetzt nicht direkt aus. Es war auch nicht meine Intention hier hinter, dass es irgendwie irgendwann mal was bringt. Sondern eher halt einfach nur, dass ich ein bisschen mehr Stuff habe, den ich benutzen kann. Und jetzt müssen wir gleich mal gucken. Ich will eigentlich hier irgendwie Wasser hinsetzen. Kann ich einfach hier ein Eisenrohr hinsetzen und dann das Wasser hier hinballern? Scheint der Beacon da einfach durch, damit ich hier nämlich einfach immer runterspringen kann und im Wasser lande. Weil ich habe jetzt kein Schild dabei, um das irgendwie smart zu lösen. Aber es funktioniert. Das ist die Hauptsache. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt einmal hoch. Aber ja, wenn ich es dann natürlich schaffe, die Elytra zu öffnen. Nein. Oh, was ist denn? Oh, das ist nicht so gut gelaufen, Leute. So, okay, nochmal. Jetzt. Zack. Ah, nochmal. Ja, Leute, wir sind wieder da. Wir sind wieder hier. Leute, back in business. Hi, was geht? Alles fit? Au. Beine habe ich mir auch nochmal gebrochen. So, jetzt, wo ist denn hier unsere... Da ist unsere übelst heftige OP-Chest. Ich würde sagen, wir machen jetzt ganz kurz erstmal Blöcke. Oh mein Gott, Leute. Wir können aus dem Obsidian Enderkisten machen. Weil ich habe hier unten, wie ihr wisst, ja keine Enderkiste. Ich besitze ja sowas wie eine Enderkiste hier unten einfach nicht. So, und dann haben wir hier unten nämlich jetzt auch endlich mal Kohle ohne Ende. Die Frage ist halt wirklich, ich würde sagen, ich setze erstmal ganz kurz die ganzen vollen Schalkerkisten... um die irgendwann auszusortieren. Ich denke mal, das mache ich jetzt gleich auch. Aber halt in einem schnellen Schnitt, damit ihr das alles nicht seht. Die Frage ist halt wirklich, wo sind die ganzen Enderperlen hin, die ich mir irgendwann mal gemacht habe? Obwohl, nee, wir haben ja noch 11. Wartet, kann man mit den Enderaugen die Enderkisten machen? Ja, Enderauge und Obsidian. Und oh mein Gott, wir haben viele Enderaugen, wir haben viel Obsidian.
Dann kann ich mir nämlich jetzt ganz viele Ender-Kisten machen. Okay, 3 Stück sind natürlich sehr viele, aber die können wir jetzt hier erstmal placen, beziehungsweise eine erstmal setzen, wo wir direkt erstmal ein paar mehr Ender-Kisten reinbauen oder Ender-Kisten reinlegen. Mann, mein Gehirn arbeitet heute nicht so schnell, Leute, es tut mir leid. So, dann haben wir die nächste Ender-Truhe. Die kommen nämlich alle jetzt rein. So, hier Block of Coal haben wir. Wir haben übelst viel an Eisen.